So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Hier wird jetzt der Risikohinweis geöffnet. Also es ist keine Anlageberatung, stellt diese Videos und die Analysen dar. So, dann kommen wir auch gleich. Also seit ein paar Tagen oder nach dem Windows-Update hakt mein Rechner. Also bleibt immer wieder solche kleinen Freeze-Sachen hier stehen. Ich hoffe, das Video läuft trotzdem relativ rund. Zum Beispiel hier hat man jetzt gerade wieder gesehen, wie er einfach stehen bleibt, der Cursor. Kommen wir zu den, ja, zu den Forex-Setups, Gold und Silber. Da hatte ich vorhin noch eine Goldanalyse auf Tagesbasis erstellt. Die sieht nicht so viel anders aus wie die. Oder kaum, oder ja, so gut wie kaum anders, ja, natürlich. Hier sieht man aber im Tageschart eben auch zwei andere Linien noch und bricht eben eine der Marken, dürfte es eine größere Aufwärtsbewegung geben. Oder eine größere Bewegung, hier eine Aufwärtsbewegung, hier natürlich eine Abwärtsbewegung. Und hier wurde es jetzt extra so geschrieben, das direkt, aber es wird eigentlich noch nicht so favorisiert, ja, obwohl es eigentlich im Prinzip alles relativ gut passen würde, trotzdem. Wegen den Goldminen und so, wenn der Westen eigentlich eine Abkühlung braucht, favorisiere ich das. Aber es wird natürlich auch nur aktiviert, wenn hier der Kurs unter diesem Level ist. Und wenn man es jetzt gerade wieder gemerkt hat, der Kurs bleibt einfach stehen, ohne dass im Hintergrund irgendwelche Programme laufen. Bei der Aufnahme steht jetzt Anti-Lag-Feature aktiviert. Also gut, mal sehen. Kann ja jemand dann Feedback geben, wenn es nicht so rund laufen sollte, dann. Das Euro-Britische Pfund ist abgehakt, werde ich jetzt auch nicht mehr erwähnen, das kann man löschen. Ist das Kursziel erreicht, auch wenn es länger gedauert hat. Hier im Nasdaq gab es die Kerze, wurde man aber wieder ausgestoppt, leider, und es nicht, hat sich sozusagen direkt hier an der Marke, bei der 4770er Marke, wieder nach oben hochgeschlängelt. Hier eben die Newmont Mining, da darf es im Prinzip was fertig sein, und da wird womöglich was, ein Short Setup aktiviert, das Pfund gegen australische Dollar, gab es einen schönen Pullback, dann habe ich es ja nochmal erwähnt, dann kam es eine Wirtschaftsnachricht, deswegen der Rebound auch, aber auch charttechnisch war das ja, vor den Nachrichten habe ich ja extra nochmal, obwohl ich die Nachrichten gar nicht gewusst habe, dass sie rauskommen, habe ich extra das nochmal eben erwähnt, weil das einfach ein schöner Rücklauf war, also charttechnisch war das auch sehr begründbar. Aber natürlich läuft nicht immer eins und eins so gut zusammen. Dann im DAX, da schauen wir hier dieses Setup, beziehungsweise da gab es eigentlich, wenn da eben der Gap Close, was im Video, wer das zugehört hat, besprochen, wenn dann wirklich hier oben irgendwo eingestiegen ist, war definitiv nicht mehr Minus. Und hier war ja dann das Gespräch hier im Dings, man muss sehr engmaschig das verfolgen. Egal in welcher Zeiteinheit, wenn ich jetzt hier den 30-Minuten-Chart sehe und ich bin, wie gesagt, engmaschig am Rechner, dann ist das natürlich ein Warnsignal, ja. Wenn man dann auf Stundenbasis unterwegs ist, da ist es schwieriger, das rauszufinden. Und noch in den unteren Zeitebenen, ja, hier so zwei Kerzen, untere erreicht, dann nach oben rausgebrochen, also irgendwo in dem Bereich oder von mir aus auch dann hier oben im 70er Bereich, dann ist natürlich die Gewinnspanne kaum da, aber man sollte oder man hätte hier definitiv nicht, ja, in den Verlust mehr laufen lassen sollen, die Position, wenn man irgendwo hier vorne eingestiegen ist, maximal dann auf Einstand wieder draußen. Das wäre das britische Pfund, ja, britische Pfund, australische Dollar im Kupfer. Da gab es eben hier bei dem Stand, die Kerze ist natürlich jetzt absolut nicht prickelnd, ja. Ist ja ausgebrochen, dann Rücklauf, aber diese ist sehr massiv, die Unterstützung,
darf man noch hier auf das Setup pochen. Allerdings natürlich, wenn man groß investiert ist, muss man es natürlich ja, eher das Risiko senken. Dann war noch die Allianz, das ist, finde ich, auf jeden Fall sehr spannend, um auch wieder vielleicht eben im, ja, im Long-Modus zu sein, ist hier die Allianz. Wurde schon an dem Tag eben analysiert. Pullback sollte es noch an die Linie geben. Hier fand dann eine Kerze, Umkehrkerze statt. Also kann natürlich sich nochmal hier unten ausdehnen, aber auf Schlusskursbasis, auf hier oder auf Tagesbasis muss diese Marke halten, sonst sieht es nicht mehr so prickelnd aus. Nasdaq haben wir schon gehabt. Der MDAX ist jetzt hier heute auch hochgegangen, genauso wie der SDAX. Scheiterte aber dann an der Marke. Also hier dürften auch noch ein bisschen Verkäufe bleiben. Hier der S&P, nicht S&P, der SAP ging nach unten. Also hier gibt es nichts Großes mehr zu besprechen. Dieses Setup ist hier ausgestoppt. Alphabet schauen wir mal an. Ja, ist Konsolidierung. Nasdaq ist ja auch weiter oben. Hier ging es runter, da habe ich eben gesagt, und als Wiederholung den Stopp hier hochsetzen und mal schauen, was denn jetzt der reale Parketthandel macht. Ich bin ja hier jetzt eher, wenn jetzt hier echt eine Kerze bestätigt wird, mit einem Short wäre ich jetzt hier unterwegs. Das war's, danke fürs Zuhören und noch eine Info. Morgen früh wird das Video entfallen, da ich am Vormittag unterwegs bin oder halt am frühen Vormittag. Das Video werde ich, denke ich mal, zu den Mittagsstunden dann nachholen. Das nur als Info. Danke und noch einen schönen Abend.